Ich könnte diesem Mistvieh diese Stola hier an den Kopf werfen oder so. Vielleicht lenkt es ihn ab. Dieses stinkende Mistding. Hier, Köterlein, hast du was zum Spielen? Nee, will er nicht. Aber die Idee war gut. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen hier. Nein, die Fenster, die sind zu hoch. Ein Springbrunnen. Und Büsche. Nein, nichts weiter. Der Zwinger und der Beißhund. Nein, die Lösung muss irgendwo in meinen Taschen zu finden sein. Reiseführer, die Brieftasche, Pass, Schraubenzieher. Und was ist denn das hier? Die mechanischen Teile. Es ist eine Schachtel voller mechanischer Teile. Komme ich die irgendwie auf? Nee. Oder vielleicht kann ich die Kiste dem Köter an den Kopf schmeißen. Bitteschön. Nee, auch nicht. Ich muss die irgendwie aufkriegen. Vielleicht hier mit dem Schraubenzieher. Ich bin ein bisschen dran rumpopel. Na? Ja, hab ich's doch gewusst. Sehr gut. Was zum Teufel soll das denn sein? Uhrwerkmaus? Aha. Diese Vorrichtung rast immer im Kreis herum. Aha, aha. Okay. Mensch, da habe ich doch eine Idee. Da baue ich die rasende Stola draus. Die rasende Fuchsstola. Das müsste doch funktionieren, oder? Wenn ich die Pelzstola da drüber stulpe? Oh, tatsächlich. Funktioniert. Prima. Okay, dann benutze ich das Teil mal mit dem Köter. Jo, und da saust du schon davon. Herrlich. Ganz schön flink, das Mistding. Jetzt musst du doch der Köter drauf reagieren. Jawoll. Ja, schnapp ihn dir. Oh, hat er ihn? Oh nein, er hat's kaputt gebissen. Naja, egal. Jetzt komme ich auf jeden Fall hier durch. Sehr gut. Geschafft. Ah, okay. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Fein, fein. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal hier. Gebüsche, Fenster, Bäume, ein Rosenspalier. Aha. Und das ist der Balkon, den ich von der anderen Seite nicht einsehen konnte. Gut, gut. Schauen wir uns das mal hier genauer an. Das ist nur ein Fenster. Das ist nur ein Balkon. Und sieht wie ein Schlafzimmerfenster aus. Okay, lass mich raten. Ich bin der Rosenkavalier. Okay, steige ich da mal hoch, würde ich sagen. Meine Güte. Und hoch. Ja, geschafft. Hui. Hallöchen. Wo bin ich denn hier gelandet? Eieieiei. Was haben wir denn hier? Eine Couch. Ein schönes Bettchen. Schränke. Und ein Gemälde. Fein, fein, fein. Und wer ist das? Lucy. Ja, ein nettes Mädchen. Das ist Lucy. Papau, papau. Und sie ist umwerfend schön. Allerdings, nett, nett. Ja, das nächstbeste nach dem Bett. Die Couch.
Ah ja, oh, ein Bettchen. Und die Schränke? Wahrscheinlich voller Klamotten. Das Gemälde? Einfach nur ein Bild. Na gut, dann quatsche ich Lucy mal an und übergib ihr mal diesen Brief. Wer sind Sie? Was machen Sie in meinem Schlafzimmer? Oh, ja, wer bin ich? Ich habe eine Nachricht für Sie. Jeder verehrt mich. Es ist vom Gesetz vorgeschrieben. Warum sind Sie wirklich hier? Moment, Moment. Es ist vom Gesetz vorgeschrieben, dass jeder dich verehrt? Naja. Ja. Naja. Ich kann ja ein bisschen angeben. Ich habe die Mission, das Universum zu retten. Jetzt sag nur noch, dass der Schlüssel zu deiner Mission ist, dass ich mich ausziehe. Vergiss es, Junge. Mist. Naja, war ein Versuch wert. Aber echt jetzt. Ich habe hier einen Brief für Sie. Streikt die Post etwa? Es ist persönlich und Ihre Post wird überprüft. Aha, also gib ihn schon her. Vorher würde ich aber noch gerne etwas sagen. Was denn? Tja, oh Mann. Na, die ist ja wirklich wunderschön. Willst du mein Schmusekätzchen sein, Baby? Du eingebildeter Jammerlappen. Ich sollte dich hängen lassen. Bei mir hängt's nur selten, Baby. Gib mir ein stumpfes Messer, damit ich dem ein Ende mache. Tut mir leid, es war nur ein Scherz. Ein ziemlich schlechter, ich geb's ja zu. Das war kein Scherz. Scherze sind witzig. Okay, versuchen wir es nochmal, okay? Wollen wir das Bett dort drüben nicht mal testen? Eine größere Schande wäre es, meine Knie mit den Überresten deiner Gonaden zu beschmutzen. Ah, da haben Sie auch wieder recht. Entschuldigen Sie bitte. Es war gedankenlos, so etwas zu sagen. Oh, du hast dir sicher Gedanken darüber gemacht. Allerdings nicht mit dem Gehirn. Nein. Ach, Mensch. Was für eine Schönheit. Sie sind wirklich äußerst attraktiv. Ja, danke. Ist das alles? Nein, ich würde Sie gerne mal zum Essen einladen. Eines muss man dir lassen. Du bist nicht nur auf das eine aus, wie die anderen Typen. Also, wenn du meinst, gehen Sie mit mir essen? Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne dich ja kaum. Wollen Sie sich es zumindest mal überlegen? Okay, ich überlege es mir. Ach übrigens, wie heißt du überhaupt? Mein Name ist Lett. Jack T. Lett. Warte, was ist mit dem Brief? Ach, das war nur Werbung. Oh nein, die Braut ist viel zu schade für diesen Techniker. Tja, ich meine, vielleicht kann sie mir helfen, ins Labor zu kommen. Ja, ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Lucy.
Ich versuch's nochmal. Ich melde mich wieder, Lucy. In Ordnung? Nee. Okay, dann... Tja, was nun? Komme ich hier wieder raus? Nein, ich glaube, ich muss... Ich muss hier wieder raus. Okay, sie ist umwerfend. Ich bin verliebt. Oh, oh nein. Ich kann fliegen. Oh, meine Knie. Oh. Okay, ja, gut, dann mal zurück. Tja, jetzt habe ich aber anstatt irgendwie ins Labor zu kommen, jetzt größere Probleme als hinterher. Irgendwie, das klappt doch so nicht. Wie geht's denn hier raus? Verflucht. Ah, okay, hier wieder an dem Köter vorbei. Na gut. Tja, ja, ich glaube, ich muss es dem Techniker irgendwie beichten. Bringt hier alles nichts. Sonst wüsste ich auch nicht, wie es hier jetzt weitergehen soll. Ich glaube, er wird sich schon damit abfinden. Na komm schon. Es gibt schließlich auch andere schöne Töchter. Okay. Eugen. Mann, ist die scharf. Ich weiß, mein Geschmack ist hervorragend. Finden Sie dich? Ja, klar. Sehr gut. Ich habe ihn noch nicht abgeliefert, Ihren Brief. Ich weiß nicht, ich kann es ihm irgendwie nicht sagen. Ach doch, ich muss es ihm sagen. Oder soll ich ihn ein bisschen anlügen? Na, ich probier's mal. Ich habe Ihren Brief abgeliefert. Fantastisch! Was hat sie gesagt? Tja. Ja. Sie ist hin und weg. Sie möchte sie treffen, glaube ich. Echt? Wann? Wo? Wie? Glauben Sie, sie lässt mich beim ersten Mal gleich ran? Immer mal langsam, Jungchen. Wie sieht's denn mit Ihrem Teil unseres Deals aus, hä? Ach so, ja. Was soll ich denn tun? Ich will in das Waffenforschungslabor eindringen. Etwas klauen und unerkannt wieder herauskommen. Was? Das ist illegal. Nein, nein. Dabei kann ich Ihnen auf gar keinen Fall helfen. Lange, schwarze Haare. Tiefe, braune Augen. 90, 60, 90. Und das war erst der Kopf. Okay, Sie haben gewonnen. Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Sie werden es nicht bereuen. Also, wie komme ich an den Sicherheitsanlagen vorbei? Warten Sie bis zum Einbruch der Dunkelheit. Dann sind keine Techniker mehr dort. Sie brauchen Schlüssel. Ich gebe Ihnen meine Ersatzschlüssel, okay?
Sie müssen aber immer noch an den Wachen vorbeikommen. Mit Uniform kommen sie ohne Probleme rein. Die werden denken, es handelte sich um eine Stichprobe. Also, wo treffe ich Sie? In Ihrem Schlafzimmer. Heute Abend. Gehen Sie über den Balkon. Um den Wachhund habe ich mich bereits gekümmert. Während Sie sich mit ihr treffen, breche ich in das Labor ein. So kann keiner den anderen verpfeifen, ohne dass sein eigenes Vorhaben flöten geht. Klingt fair, aber Sie können mir vertrauen. Ich verpfeife Sie nicht bei den Wächtern. Nein, nein, ich nicht. Wir sind uns also einig, okay? Geben Sie mir die Schlüssel und sparen Sie sich Ihr Mundspray für später. Das haben Sie sich redlich verdient. Jawohl. Okay. Ich habe die Schlüssel zum Labor. Perfekt. Ja, jetzt brauche ich nur noch eine Uniform. Oh, das ist der nächste Klops. Wie soll ich denn an eine Uniform kommen? Vielleicht in dem Laden. Und er hat ja allerhand Zeug da drin. Frage ich ihn mal. Kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich nur mal um. Nee. Nee, der hat nicht. Nur Farben. Farben und Gerümpel. Nee. Vielleicht am Flughafen? Da stand ja auch eine ganze Menge Zeug rum. Da war ja so ein Zollbeamter oder so. Tja. Mal schauen. Komme ich denn da hin? Gar nicht, so wie es aussieht. Ach doch. Ah, okay. Sind immer noch alle da. Hier, ein Stapel Gepäck. Ist da was bei vielleicht? Das war letzte Nacht mein Bett. Und sonst nichts? Tja. Naja, vielleicht kann mir Namen dabei helfen. Oh Gott. Nein, es war die letzte Chance. Ich versuch's mal. Tja. Okay. Kannst du eine Uniform klauen? Und wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Du bist hier derjenige mit den Connections beim Militär. Ach ja, stimmt. Mann, das ist ja fast wie bei einem echten Einsatz. Hui, okay. Besorgt er mir jetzt eine Uniform? Kann doch nicht wahr sein. Was war das? Ui. Tatsächlich, er hat mir eine Uniform besorgt. Ich fass es nicht. Ja, super. Und nu? Vielleicht kann er mir ja auch noch mal helfen. Okay. Hört zu, Namen. Ich habe einen Plan.
Und zwar sollst du Folgendes tun. Etwas später. Oh Mann. Okay, Nam. Du weißt, was du zu tun hast, okay? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ganz leicht. Warte einfach bei ausgeschaltetem Licht in Rusis Schlafzimmer. Wenn Eugen reinkommt, lenkst du ihn ab, während ich in sein Labor einbreche. Und wie zum Geier soll ich ihn ablenken? Mit deinem weiblichen Charme natürlich. Denk dir was aus, Mann. So einer bin ich aber nicht. Dann unterhalte dich eben mit ihm. Ich brauche nur ein paar Minuten, okay? Darauf fällt er nie im Leben rein, Mann. Meine Stimme ist zu tief. Dann zieh deine Hose fester zusammen oder lass dir sonst was einfallen. Etwas Initiative, Mensch. Ha, das habe ich verstanden. Meine ist... Das ist deine Initiale, Mann. Du Blödmann. Ich hatte es von Initiative. Finde ich das an meinem Taschenmesser? Das wage ich zu bezweifeln. Der Plan funktioniert bestimmt nicht. Nur keine Panik. Du machst das schon. Oh weia. Das wird klappen. Garantiert. Hallo. Bist du da, Mausilein? Schnuckiputz, wo bist du? Halt! Ha, ich habe ja meine Taschenlampe dabei! Ha. Okay, also, dann mal los. Ich muss mich erstmal umziehen, würde ich sagen. Also, ja. Dann mal rein. In die Klamotte. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Einfach rein, würde ich sagen. Dann mal los. Nee, so nicht. Oder muss ich hier hinter den Busch? Ich meine, die Typen, die müssen mir dabei ja nicht unbedingt zuschauen, oder? Nee, so nicht. Das ist eine Militäruniform, genau. Also, rein damit. Nee, so nicht. Oder kann ich einfach drauf losmarschieren? Halt! Zutritt nur für Berechtigte. Hau ab! Nein, so nicht. Okay, dann, ich muss erstmal hier reinsteigen. Aber wie zum Geier soll ich das machen? Die sollen mich doch nicht dabei beobachten. Meinst du nicht? Benutze? Geht auch nicht.
Ja. Das kitzelt. Wie könnte ich mich denn umziehen? Vielleicht hierüber? Ah, so geht es also. Wunderbar, okay. Ja, ich sehe ja richtig schick aus. Ja, auf jeden Fall, hat was. Alles klar. Dann mal los. Hinein. Los geht's. Guten Abend, Kollegen. Ich habe auf dich gewartet. Ach, wirklich? Guter Fang. Am nächsten Morgen. Ich bin wieder im Knast. Oh nein. Das scheint langsam zur Gewohnheit zu werden. Und ich bin wieder all meiner Sachen los. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich schon wieder im Knast bin. Ja, und meine Taschen sind komplett leer gefegt. Tja. Und diesmal kann mir mein Kumpel Namen garantiert nicht helfen. Was haben wir denn hier? Ein Eimer? Oh nein, ist er etwa dafür, was ich denke? Welch Düfte mir entgegenschweben. Okay, naja. In der Not, ne? Vielleicht kann ich den mitnehmen? Nein, nein, da gehe ich nicht dran. Nein. Okay, die Tür. Sie ist verschlossen. Oh Wunder. Das Bett. Es ist nicht gemacht. Auf den Zimmerservice ist auch kein Verlass. Tja, und das große Fenster. Panoramablick. Fein. Ich sehe den Hundezwinger. Hey, Jack. Namen? Oh nein, er ist es wirklich. Ich bin's, Nam. Ja, Mann, ich sehe dich. Gut, dass du da bist, mein Alter. Nam, was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um dich zu retten. Oh nein. Ja, gut, gut, mein Freund. Das wird aber auch Zeit. Womit kann ich dir helfen, Jack? Oh mein Gott. Oh nein. Wie soll er mir denn helfen? Tja. Klau doch mal einfach den Schlüssel zu dieser Zelle, okay? Okay. War das jetzt eine gute Idee? Ich hab keine Ahnung. Wie lange er wohl unterwegs ist? Wer weiß. Oder ist er wieder? Hey, Jack! Ha, er hat den Schlüssel. Das ist gut. Ich bin wieder da. Ja, Mann, ich sehe dich. Jetzt her mit dem Schlüssel. Also, was ist passiert? Hast du gemacht, was ich dir gesagt habe? Ja, den Schlüssel habe ich gestohlen. Mir schwant nichts Gutes. Aber der ist für deine Zelle.
Ich meine, der für deine Zelle war zu schwer zu kriegen. Also habe ich den für den Handtuchschrank in der Herrentoilette am Raumhafen mitgehen lassen. Ist das auch okay? Das ist nicht okay, du Idiot! Oh, du musst etwas anderes probieren. Womit kann ich dir helfen? Nein, Ablenkung? Naja, es bringt auch nichts. Die Tür ist ja zu. Besorg mir eine Begnadigung. Aussichtslos. Setz dich mit der Föderation in Verbindung. Nein. Die sperren mich nur auch wieder ein. Was ist hier? Bring Lucy dazu, mich zu befreien? Das könnte vielleicht eine Lösung sein. Pass auf, Namen. Bring Lucy irgendwie dazu, mich zu befreien, ja? Sie ist ganz okay und wird dir bestimmt helfen. Wie soll ich das denn machen? Du musst sie mit süßen Worten dazu bringen, irgendwie. Also, sag mir ganz genau, was ich machen soll. Ich konnte noch nie so gut mit Frauen, weißt du? Ach was. Okay, Oh nein. Besorg ihr ein paar aktoranische Liebesvögel? Nein, das klingt irgendwie pervers. Pass auf, gib ihr ein Liebesgedicht von mir. Okay, lies vor. Also, liebe Lucy, lass mich dir sagen, diese Worte, oh, so wahr. Lass mich dir sagen, diese Worte, oh, so wahr. Ja. Ja, das finde ich gut, oder? Ach nee, komm, sie steht nicht auch so direkt zur Anmache. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen subtiler vorgehen. Also, lass mich dir sagen, diese Worte, oh, so wahr. Wo immer ich auch im Leben war, du bist die Frau, die ich unter allen liebe. Du bist die Frau, die ich unter allen liebe? Oh ja, das ist, oh nein, das mag sie nicht. Du lässt mich vergessen, alle Hiebe. Ach nee, komm, hier. Du bist die Frau, die ich unter allen liebe. Gewaltig pocht das Herz des Diebes der Diebe. Das klingt doch ganz gut, oder? Dein Haar so schwarz, deine Lippen so rot. Dein Haar so schwarz, deine Lippen so rot? Du brauchst doch beide wie das täglich Brot. Ja, nein, das ist, oder? Ach, erbarme dich meiner in meiner Not. Gib mir deine Liebe oder gib mir den Tod. Boah, das ist so schön dramatisch. Oder? Nein, komm, das ist, glaube ich, ein bisschen zu dick aufgetragen. Ich versuche das. Ich finde das ganz gut. Und so ein bisschen Persönlichkeit soll es ja auch haben, oder? Also, dein Haar so schwarz, deine Lippen so rot. Wir brauchen es doch beide, wie das tägliche Brot. Ein Lachen wie Honig erklingt aus deinem lieblichen Mund. Ein Lachen wie Honig erklingt aus deinem lieblichen Mund. Tja, kein bisschen Fett an dir, kein einziges Pfund. Ja, das finde ich auch gut.
ja. Genau, das freut sie doch dann bestimmt. Genau, kein bisschen Fett an dir, kein einziges Pfund. Die Welt steht uns offen. Mein wahres Ziel doch. Die Welt steht uns offen. Mein wahres Ziel doch. Ist dein Herz und deine Seele und viel mehr noch. Ist ein Leben im Einklang, Woch für Woch. So sein eine Rakete, wenn du ein schwarzes Loch. Ja, das ist toll. Das ist klasse, ja. Also, zu sein eine Rakete, wenn du ein schwarzes Loch. Ich will dich überschütten mit perligem Wein. Ich will dich überschütten mit perligem Wein? Tu mir bitte nicht weh. Sag bitte nicht nein. Genau, das ist schön. Das ist sehr schön, wunderschön. Ach, ach, ich fang gleich an zu weinen. Ha, tu mir bitte nicht weh. Sag bitte nicht nein. Ein Leben in Liebe, in wilder Romanze. Ein Leben in Liebe, in wilder Romanze. Ich bin dein Romeo mit einem Blumenkranze. Oh, lass mich zu dir, ich schwing schon Lanze. Wir wollen uns vergnügen im horizontalen Tanze. Ja, Mensch, das ist schwierig, schwierig. Ja, ich finde das ganz gut. Ein Leben in Liebe in wilder Romanze. Oh, lass mich zu dir, ich schwing schon die Lanze. Glaubst du, dass dir das gefallen wird? Der Charme eines Jacklet haut halt alle um. Ich bin mir sicher. Oh mein Gott. Hoffentlich hat das geklappt. Also, ich fand's ganz gut. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich doch ein bisschen übertrieben. Hey, Jack! Hier bin ich wieder! Oh nein! Oh, lass mich raten. Es hat nicht funktioniert. Wie komme ich nur hier wieder raus?